Das gute Abschneiden der AfD, darüber wird vor allem im Netz diskutiert und gleichzeitig über die massiven Verluste der anderen Parteien. Auf Twitter schreibt zum Beispiel ein User, wenn zwei Volksparteien gerade mal so knapp 50% zusammenkratzen können, dann spricht das Bände. Eine weitere Reaktion, laut Infratest DIMAP halten 61% der Leute in Mecklenburg-Vorpommern die CDU für abgehoben, dramatisch für eine Volkspartei. Der nächste User schreibt, Mecklenburg-Vorpommern wurde über Jahrzehnte abgewirtschaftet, keine Jobs, keine Perspektive, Nährboden für die AfD. Und ein recht kurzer Tweet, so viele schlechte Verlierer. Und auch die AfD selbst meldet sich, und zwar aus Hamburg. Das penetrante verbale Ausschließen der AfD aus dem Kreis der demokratischen Parteien ist selbst zutiefst undemokratisch. Das war's von mir für den Moment.